Ninja tun. Kann man sich hier ab... Ah, guck mal hier. Kannst du das... Ach, kann man was abknipsen sogar nicht? Abknipsen ist ja cool. Guten Morgen, ihr Lieben! Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute mit dem Marc unterwegs. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, guten Morgen. Hi. Wir sind heute in Buke und Altenbeken und laufen den Viadukt-Wanderweg. Das werden so ungefähr 30 Kilometer werden. Ja. Und ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich freue mich. Also, das Wetter ist wunderschön. Das Wetter ist richtig traumhaft. Herrlicher Sonnenschein. Herrlich. Wirklich, also da haben wir es richtig gut erwischt. Es ist ja auch nicht unser erster Versuch, zueinander zu kommen und gemeinsam zu wandern. Ich hatte den Marc nicht mal angeschrieben über Instagram. Instagram, ne? Ja. Ich glaube, ja. Instagram, ja. Ob, nein, ich habe dich anschreiben lassen, ob ich mich bei dir melden darf und den ich auf den Sack gehe damit. Ganz genau, über Malexios war das. Wow. Darum, über, der die, über meine Pressestelle hast du dich doch gemeldet. Ganz genau. Genau, wie hat er gesagt, ja, kein Problem. Ne? Ja, ja, super gerne. Ja. Also ist der zweite Versuch. Erstes Mal hat irgendwie nicht geklappt, weiß nicht, Krankheit, Corona, irgendwas. Ja, der kam der Hagenmarsch dazwischen. Genau, und dann kam der Hagenmarsch genau, dazwischen und ja, jetzt hat es geklappt. Genau, und wer euch fragt, was ist der Hagenmarsch, da werden wir heute auch noch ein bisschen erzählen. Also der Marc wird nämlich erzählen. Ja. Marc ist nämlich der Gründer oder Initiator oder der Erfinder des Spendenwanderns mit Hikinghelden. Oder das Ganze, habe ich das so richtig gesagt? Ja, geil. Genau, wir verbinden... ja, extreme Wanderungen mit sozialem Engagement. Wir sind mittlerweile ein Verein, der in der Extremwanderszene, glaube ich, schon ein bisschen bekannt ist. Mammutmarschwanderer auf jeden Fall. In der Mammutmarschszene definitiv. Ja. Und ja, wir sammeln Spenden und verbinden das mit langen, schönen Wanderungen. Geil. Ich freue mich auf die, ja, auf die ganzen Gedanken, die dahinter stecken etc. Und was so deine ersten Märsche gewesen sind, ja. was du hattest als Initialzündung, wie es losgegangen ist, ja. Und freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Ja. Und auf den Viadukt-Wanderweg. Ja. Und wenn es im Hintergrund ein bisschen knallen hört, ihr wird gerade gejagt. Ja. Aber ganz schön ausgiebig. Ja. Also schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß. Und gesägt wird hier auch. Ah, Gott sei Dank, gelegentliche Schussgeräusche sollen uns nicht irritieren, denn hier ist ja, wie gesehen, gerade ein Schießstand. Also Marc. Also keine Jagd. Ja. Keine Jagd. Keine Jagd. Wenn man sich hier Fake News verbreitet auf deinem Video. Glück gehabt, würde ich sagen. Dann können wir jetzt beruhigt und lächelnd weiterlaufen. Ja. Kilometer 5,5. Wir sind beim Hof Schwane. Wie ihr so schön hier vorne sehen könnt, vor 1050 Jahren wurde hier schon gesiedelt und wir müssen jetzt auf den Viaduktradweg. Und ein bisschen konfus, weil unsere beiden Komoot-Touren was völlig unterschiedliches anzeigen, obwohl wir den gleichen Link benutzt haben. Das ist ein Mysterium. Aber ist ja auch nicht so, dass wir heute uns das erste Mal verlaufen haben. Das zweite Mal. Möglich, möglich. Ich möchte es nicht beschwören. Wir probieren mal einfach den Weg hier aus. Kilometer 6,3. Wir haben eine kleine Ruine entdeckt. Und zwar wirklich entdeckt. Sie lag am Wegesrand, unbeschildert. Und der Marc hat durch eine kleine Google-Recherche herausgefunden, dass das hier eine Burg gewesen ist. Wie heißt die Burg nochmal? Das müsste die Burgruine von der Burg Schwanei sein. Also laut Google-Recherche ist sie im 18. Jahrhundert verfallen. Oh, okay. Geil. Geil. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich hier so der Burg...
Ja, schon eine abgeredete Sache. Ja. Auch dann so machen. Das ist eine Sporteinführung. Wie kam es eigentlich zu deiner, zu diesem Gedanke, spenden zu wollen, was mit Sport, in dem Fall ja Wandern, zu verknüpfen? Ja, es fing 2021 an. Ja. Und zwar im Zuge der Flutkatastrophe. Ich komme ja aus Hagen, Hagen in Nordrhein-Westfalen. Wir waren ja sehr stark von der Flutkatastrophe auch betroffen. Ja. Und ich bin Grundschullehrer und eine Schülerin von mir und ihre Eltern waren halt sehr stark von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Ja. Und ich wollte helfen und habe mir gedacht, komm, machst du was Verrücktes. Ja. Hatte gerade zufällig vom Mammutmarsch gehört und habe dann geguckt, was ist der nächste Mammutmarsch in der Nähe von Hagen, das war dann Dortmund und habe gedacht, dann meldest du dich mal für 55 Kilometer an und lässt dich halt für einen guten Zweck sponsoren. Ja, cool. Ist das entstanden. Ja, also mit einer quasi, also ist was passiert und dann eine geile Idee dahinter gehabt. Genau, ich habe was gehört, dachte mir, du musst was tun und nur ich habe gemerkt, machen ist wie wollen, nur krasser. Der erste Marsch war schon krass. Ja. Geil. Dann habe ich halt Blut geleckt. Ja. Kilometer 7,8. Wir haben den ersten Viadukt auf unserem Rundweg gefunden. Das wird der kleine Viadukt sein. Ne? Sieht auf jeden Fall klein aus, oder? Das wird der kleine sein, denke ich auch mal. Wusstest du, dass das Viadukt über den Bach heißt? Oder über die Schlucht? Nee. Habe ich heute Morgen extra nochmal nachgeguckt. Geil. Ja. Wir machen das aus deinem YouTube-Kanal so ein Kulturkult da. Ja, genau. Ja. Wissen am Wegesrand. Genau. Bewandert nennen wir das dann. Sehr geil. Ja, geil. Wusste ich in der Tat noch nicht. Ich habe noch nie Gedanken darüber gemacht, was das heißt. Tropfen mal mit Wissen. Ja. Was für ein schönes Viadukt. Ja, wie ihr hört, ich hechel mal wieder. Es geht also wieder berghoch. Das ist immer das, was ich nicht mag beim Wandern. Aber unausweichlich ist. Wir befinden uns ja auch mich, weil es hoch geht, auf dem Paderborner Höhenweg. Genau. Ist das geil? Kilometer 10,5, wir sind mal wieder in diesem Waldstück verschwunden. Weißt du, wie der heißt? Egge, Naturschutzgebiet, Eggewald oder so? Eggewald. Ich glaube, Eggewald. Eggewald. Ja. Mag sein. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Ich wollte euch einfach nur eine Bärlauchwiese zeigen. Ich habe noch nie eine gesehen. Insofern das ist richtig cool. Und da wir ja alle bewandert sind, Marc, was hast du da Gutes zu sagen zum Bärlauch? Also ich meine, das wäre Bärlauch. Wenn man nämlich dran reibt, dann hat das so eine, diese Knoblauch, Bärlauch-Note. Genau, einfach ein bisschen den Finger zerreiben. Ja. Hat es auf jeden Fall. Das ist Knoblauch. Ja, ist Knoblauch, ja. Ja. Wenn jetzt ein bisschen Quark dabei hättest, könnten wir uns schon einen schönen Zizaki machen. Ja? Wäre gut. Ja. Oh, lecker. Aber ist schön, ja. Ist richtig schön. Ja. Aber ihr müsst aufpassen. Ne, deswegen bewandert. Der Marc hat nämlich einen guten Hinweis gegeben. Ja. Also ist jetzt auch wieder so Halbwissen. Ich glaube, dass man Bärlauch ziemlich schnell mit Maiglöckchen verwechseln kann. Die sind hochgiftig. Und wenn man die nämlich dann isst, dann war es das mit dem Wandern. Hast du das letzte Mal im Mai die Glocken gehört. Genau, dann trittst du die letzte Wanderung an. Mit rein. Ja. Aber spannend. Für mich ist es richtig lecker. Auf die Brücke kann man leider nicht gehen, weil die Bretter weggenommen haben. Da ist das, was ich gerade mache, nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich mache das auf eigene Gefahr. Und der Marc hat mich natürlich auch gewarnt. Ja. Nicht, dass er denkt,
wir sind ja wild und frei durch die Gegend am Laufen. Nein, nein, wir warnen uns, wenn es gefährlich ist. Und machen das aus freien Stücken. Ja, alles, was ihr hier seht, wird von professionellen Stuntmen durchgeführt. So sieht's aus. Ja. Aber recht hat er. Ja, wenn du da... Kilometer 12,8. Hier gibt es einen kurzen Abstecher von der eigentlichen Route zu einer Madonnenfigur. Nennt man das Madonnenfigur? Ich glaube, ne? Auf jeden Fall. Ja, eine Figur von der Madonna. Ja, passt ja in dem Sinne. Und Jesuskindlein. Jesuskind, ja. Ja, nimm und bete. Aber hier mit einer fantastischen Aussicht, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich zeige euch mal das gute Stück auch. Hallo. Kilometer 14. Wir sind am großen Viadukt in Altenbeken angekommen. Und es sieht beeindruckend aus. Ja, und auf jeden Fall größer als das kleine. Woher könnte das nur liegen? Gerade beim Aussichtspunkt großer Viadukt. Oh, herrlich, oder? Richtig, richtig schön. Wahnsinn. Und wirklich sehr, sehr schön. Wir haben endlich das Glück gehabt, dass ein Zug vorbeigefahren ist. Ja. Beim kleinen Viadukt, ja, da ist ständig der Zug gefahren, als wir die Kamera nicht drauf gehalten haben. Muss man durch, ne? Ja. Aber bisher Zwischenfazit. Ich liebe diese Tour. Ich finde es auch super. Also wirklich. Landschaftlich, super, Wetter, toll, habe ich glaube ich schon 5-mal gesagt. Ja, aber, Wetter, aber es ist ja auch toll. Also, ist auch einfach super, ja. Nach den letzten Monaten, wo es so bewölkt und regnerisch und alles gewesen ist, ist das, da kann man gar nicht genug den Himmel loben, ja, wie genau. Schön er ist. Wir hatten ja vorhin über dein erstes Jahr gesprochen, wie alles angefangen hat. Ja. Was hast du dann im zweiten Jahr getrieben, also mit Hikinghelden und was hast du da für ein Projekt gehabt? Ja. Oder was steckt du dahinter für, für einen Herzenswunsch? Also nachdem ich das erste Projekt abgeschlossen hatte, beim ersten Mammutmarsch Spenden gesammelt habe für die Schülerin von mir, da sind ungefähr 17.000 Euro sind da zusammengekommen. Oh, Respekt. Und dann habe ich ein bisschen Blut geleckt, Blut geleckt am Spendensammeln und vor allem Blut geleckt an den Extremwanderung. Ja. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ach, wir würden gerne mitmachen, wir würden dich ja gerne unterstützen. Okay, das war beim ersten Mal nicht so gewesen? Beim ersten Mal bin ich alleine gelaufen. Ah, okay. Genau, habe ich mich alleine sponsern lassen. Wow. Beim zweiten Mal habe ich das mit vielen anderen zusammen gemacht. Ja. Für ein Waisenheim in Südafrika. Ja. Ein Waisenheim für AIDS-Waisen, also Kinder, deren Eltern an AIDS gestorben sind. Ja. Ja. Und genau, das war unser zweites Projekt. Ja. Ja, cool. Und im dritten Durchgang haben wir eine andere Aktion gemacht, auch wieder gemeinsam Spenden gesammelt über Mammutmärsche, also Mammutmärsche laufen und sich für einen guten Zweck sponsern lassen. Und da haben wir für Burundi in Ostafrika, das ist das ärmste Land der Welt, Burundi, und haben dort für die Welthungerhilfe Spenden gesammelt. Okay, also hat es im zweiten Jahr zwei Spendendurchgänge gemacht? Genau, richtig. Im ersten die Spendenlauf alleine. Ja. Und dann die beiden Aktionen mit anderen zusammen über Mammutmarsch.
Und ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ja. Wir haben 33.000 Euro Respekt. Zusammen erzielt. Ja. Ja, das waren unsere Projekte so in den letzten Geil. Zwei Jahren. Ja, ja schön. Ja. Auch da Respekt. Also ist auch stetig gewachsen, die Idee. Genau. Mit dem. Ja. Toll. Alleine gestartet. Ja. Vorhin habe ich ja schon gesagt, mittlerweile sind wir ein Team. Ja. Von 8 Personen, alle wanderbegeistert, alle wanderverrückt. Ja. Alle ja, Langstreckenwanderer auch. Bis 150 Kilometer, 100, Wahnsinn, ja. 171 Kilometer Kölnfahrt ist einer von den davon gelaufen. Also wirklich alle Wanderirre. Ja. Schön. Ja. Ja, haben jetzt für den 7. Mai unseren ersten eigenen Marsch gestartet. Also völlig irre, von alleine gestartet, Spenden sammeln bis zur eigenen Marschveranstaltung. Und führen für den Hagen den Hagenmarsch durch. Ja, da bin ich auch dabei und das wird. Dabei. Ja, freue ich mich auch richtig, dass der wird richtig Marco cool auch werden. Dabei ist. Das wird richtig cool werden. Sind, 30 Kilometer und knapp unter 1000 Höhenmeter, 900 irgendwas Höhenmeter. Also, das ist schon ein Brett. Ja. Dein Pool hier aufgebaut. Ja, kannst dich ein bisschen abkühlen bei der Hitze, wenn du möchtest, natürlich. Ja. Schön. Guck mal, ich habe auch öde Kack. Mit Mittelstrahl, Mittelstrahl Schaumbad extra genommen. Hey, guck mal, bevor du rüber springst. Das ist eine Brücke. Oh. Top! Mega! Marc, all das wird mal dir gehören, wenn ich nicht mehr lebe. Genau. Kilometer 20,1, wir sind an der Bollerborn-Quelle in Altenbeken. Hier ist die Quelle. Marco hat es ja vorhin schon noch angeteasert gehabt, mit deinem Marsch, den ihr jetzt gerade plant. Ja. Wie ist es dazu denn gekommen? Also zu der Idee, eigenen Marsch zu machen. Ja, genau. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja vor 2 Jahren ungefähr, bin ich ja so in diese Extremwanderszene hineingerutscht und relativ schnell kam schon der Wunsch auf, ich möchte meinen eigenen Marsch machen. Okay. Ja, ich komme aus Hagen. Hagen ist traumhaft schön, viele wissen das gar nicht so, ja, verbinden Hagen so mit Ruhrpott-Charme und so. Und ich wollte den Menschen einfach Hagen näher bringen, die Schönheit von Hagen und das halt mit einem eigenen Marsch. Und genau, und im Mai starten wir jetzt unseren Hagenmarsch auf 30 Kilometer, Natur pur, knapp unter 1000 Höhenmeter, also 900 irgendwas, also richtig... Wird schon knackig werden. Wird richtig knackig, auf jeden Fall, ja, da werden die Waden brennen. Ja. Schön, da freue ich mich richtig drauf. Ja, das wird sehr geil. Aber ich laufe auch nichts mehr unter 1000 Höhenmeter. Nee, also, hast du auch gar nicht nötig. Genau. Ja, mit der Sangel. Du hast ja vorhin auch mal gesagt, ihr habt ein Team mittlerweile, ja, ne? Mit genau. 8 Leuten. Wie ist das so zustande gekommen? Ich habe irgendwann gemerkt, alleine ist es vielleicht zu schaffen, aber alleine ist es echt schwer und viel Zeit und Familie. Ja. Das ist ja. Ja, Familie, Kinder und so. Ja. Und habe dann bei Instagram und in der Mammut-Szene, ich bin halt Mammutläufer auch, Mammutmarschläufer. Hab da einen Aufruf gestartet und haben sich relativ schnell 7 Leute gemeldet, mit denen wir jetzt ein Team sind. Ja. Total unterschiedlich von wirklich Mammutmarschverrückten, die jeden Mammutmarsch mitnehmen, bis zu Leuten, die auch Extremwanderung wie extrem 150 Kilometer oder Kölnfahrt 170 Kilometer machen, solche Geschichten halt. Ja. Wirklich fitte Leute, die halt wirklich. Leute mit Expertise, also wirklich Leute mit Ahnung und da sind wir jetzt halt echt ein,
sag ich mal, kompetentes Team. So. Ja, ich bin auch mal gespannt, was mich erwartet. Also, ja. Man hast ja schon ein bisschen was erzählt zwischendurch, ne, was so geplant ist. Also, die Latte liegt jetzt natürlich sehr, sehr hoch. Ne? Okay. Also, die. Nein, aber ich glaube, das wird schon klasse werden. Also, ja. Für die Gedanken, die ihr euch da gemacht habt. Dann. Ja. Echt schön. Ist halt so unser Probemarsch. Ja, so, wir wollen halt. Wollen halt stetig wachsen, ja. Haben halt so die Philosophie, irgendwann größer zu sein als jetzt, ja. So. Aber halt gesund wachsen. Mhm. Ja. Jetzt noch einen kleinen Marsch, nächstes Jahr ein bisschen größer und dann mal schauen. Ja. Also der Marsch war am 7. Mai, glaube ich. Ne? Am 7. Mai, genau. Ja. Ich freue mich da schon drauf. Und, War relativ schnell ausverkauft. Also wir haben, war nach, ich glaube, 6 Stunden oder so war ausverkauft. Ja. Also für alle, die jetzt leider kein Ticket bekommen, nächstes Jahr. Genau, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Und die waren so schön ausverkauft, die haben mir den Wecker morgens um 8 Uhr gestellt, ne, um eine Karte zu kriegen. Es waren nur noch 4 Stück verfügbar. Also es ging wirklich, diese ruckzuck. 50 Karten waren ruckzuck verkauft. Wie warme Semmel gingen die weg. Und warme Semmel sind ja bekanntlich immer gut. Genau. Nein. Schön, freue mich drauf auf das Event. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Kilometer 21,8. Wir sind an der Max- und Moritz-Quelle angekommen. Und ich kann euch schon mal eins vorwegnehmen. Es ist sehr idyllisch. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir haben jetzt dann nur noch ungefähr, ich glaube, 3 Kilometer bis zum Auto. Ja. Ich glaube, wir haben irgendwie so 27 haben wir, glaube ich. Und ja. Ich glaube, 3 müssen wir noch. Ja, 3 müssen wir noch. Dann haben wir den 30 auf jeden Fall geknackt. Ja. Und wie gesagt, bei 29,9 geht nicht. Geht nicht. Nein. Extra Runde wird gelaufen. Ja. Wir halten euch auch deswegen auf dem Laufenden, was es angeht. Ja, nochmal eine Frage zu Hiking hier allgemein. Ja. Wir hatten jetzt ja die Vergangenheit, die jetzt begonnen. Mittelteil, was steht jetzt an? Wie sind so deine Zukunftsvisionen zu dem? Ja, wir wollen auf jeden Fall weiter fleißig Spenden sammeln. Das ist auf jeden Fall. Und Traumvisionen haben wir natürlich auch. Wir wollen weitere Märsche veranstalten, natürlich wachsen, gesund wachsen. Ja. Aber wir haben ja auch alle noch einen Job nebenbei, also ist ja nur ein Hobby. Ja. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall der nächste Marsch in Hagen. Ja. Das ist der Plan und hier lang, schöne Extremwanderveranstaltung für den Zweckveranstaltung. Das ist der, das ist der Plan. Ja. Und dann immer einmal im Jahr oder soll es dann mehrere? Einmal im Jahr definitiv. Okay. Ist natürlich auch mal ziemlich viel Arbeit, Vorbereitung und so. Ja, natürlich. Wollen zusätzlich vielleicht noch so eine Wintergeschichte machen, vielleicht auch mal was Geführtes oder so, aber das ist jetzt alles noch so. Noch nichts, noch alles noch ein bisschen halbgar, okay. Aber ein Marsch definitiv, eine Wanderveranstaltung definitiv einmal im Jahr. Und dann immer rund um Hagen oder auch in Deutschland verteilt oder in NRW verteilt? Oder soll wir wollen jetzt erstmal in Hagen bleiben, ja. Weil ich bin aus Hagen, habe ganz gute Beziehungen halt so in Hagen. Ja. Aber es ist jetzt offen, ob wir vielleicht auch mal Richtung Sauerland oder so oder andere Städte oder so. Aber erstmal ist so, Hagen ist so die Basis erstmal. Ja, cool. Schön! Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit der ganzen Geschichte. Das heißt, wirklich so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Aber ja, was ich gehört habe, steht auf soliden Füßen bisher. Ne? Und ihr habt ja auch gute Ideen dazu und geht da ja auch nicht blauäugig an. Nee, definitiv nicht. Also wir haben auf jeden Fall gute Leute dabei, gute Leute im Team, motivierte Leute mit sehr viel Erfahrung im extremen Wanderbereich. Also, geil. Ja. Schön. Danke, danke. Soll das also klappen? Wie ihr euch das vorstellt und wie ich es euch wünsche. Danke. Gut,
So, wie viel haben wir noch? Immer noch zweieinhalb. Immer noch zwei. Aber, so, aber die machen wir jetzt auch noch fertig. Ja, komm, jetzt drehen wir nicht nochmal um. Nein. Und gehen nach Hause. Bis zum Ende durch. Wir haben es geschafft, wir sind endlich im Ziel. Richtig geil. Und, ihr habt es ja gerade schon gesehen auf den Handy, auf den Handybildern. Ich kann es ja auch noch mal kurz neben, bei, unten irgendwo einblenden. Der Marc hat genau 30 Kilometer geschafft und ich nur 29. Ja, und ich bin auch 20 Minuten länger gelaufen als du. Ja, das und ist auch. Ich habe es auch manchmal gesehen, wie du vorgelaufen bist und wieder zurückgekommen bist, während ich einfach Pause gemacht habe. Das ist so ein bisschen, habe. Weil ich so ein bisschen wie so Flash bin. Ja? Also, ganz genau. Also ich war zwischenzeitlich auch schon mal im Ziel und bin wieder zurückgekommen. Und wieder zurückgekommen, damit ich nicht alleine bin. Das finde ich sehr gut, dass du mich dann noch zurückgebracht hast auf den letzten 200 Metern. Also Komoot bleibt mir wie immer ein Rätsel, ein Mysterium. Aber wir haben so ungefähr 30 Kilometer geschafft. Das Beste ist ja auch, warte mal, die Höhenmeter. Ne? Du hast 95. Ja, und, ich nur 430. Ja. So Bäume heilig noch hoch. Wahnsinn, ja. Total klasse. Aber egal, das soll unsere Leistungen nicht schmälern, denn es war, warte, ein Auto. Oh, noch ein Auto. Und noch, das ist denn schon wieder Rush Hour? Rush Hour in Buke. In Buke. Ah, der biegt ab. Jesus, wie war ich vorhin bei der kleinen Pause mit dem Essen? Ja. Die Tour war richtig, richtig geil. Ich wollte gestern eigentlich noch, ich dachte, das wäre zu langweilig und der Marc, der wird mich hassen. Für unsere erste Wanderung zusammen. Das war eine richtig, richtig geile Tour. So, warte, Auto. Also ich fand so den Mix aus den Viadukten und der Natur, Wald, Wiesen, Felder, also alles dabei. Total, total richtig, klasse, richtig wirklich. Also echt empfehlenswert. Es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und hat mich gefreut, dass ihr das gemacht habt. Ja, Tour hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, wiederholenswert auf jeden Fall. Spätestens in drei spätestens Wochen. Spätestens in Hagen, beim Hagenmarsch. Genau, danach ist ja noch alles offen dann. Ja, auf jeden Fall. Machen wir so ein 30, ungefähr circa 30 Kilometer Knaller. Ja. Und jetzt aber machen wir mal so einen 50er. Machen wir. 50er, ja? Mach ich gleich dabei. Also, in dem Sinne, ne, wandern nicht vergessen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Abo da lassen, Like und einen Kommentar. Aber nur ein Abo. Oder wie Greta so schön sagt, ist euch überlassen, was ihr macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wandern nicht vergessen. Auf Wiedersehen. Was hat's gemacht? War richtig cool. Ja.